Nun, meine Damen und Herren, Keynote Speech hört sich hochtrabend an. Und wenn ich anknüpfe an die einführenden Worte einer der bedeutendsten Urheberrechtler, dann klingt das so, als sollte ich Ihnen jetzt messianisch die Heilsworte verkünden. Ich glaube, wir alle sind uns einig, wenn wir die Quadratur des Kreises gefunden hätten und wenn sie so leicht zu erfinden sei, dann bräuchten wir nicht so lange über das Problem reden. Keynote Speech ist auch deswegen eine problematische Geschichte, denn ich greife jetzt hier in einen Diskurs ein oder klinke mich ein in einen Diskurs, den manche von Ihnen, die Mitglieder der Arbeitsgruppe der Experten, schon sehr viel länger geführt haben. Es ist immer schwierig, dann sich sofort zu synchronisieren. Die Gefahr, dass man völlig außer der Welt erscheint, ist riesig groß. Außerdem, auch ich habe nur einen Kopf, Sie haben viel mehr. Ihr kollaboratives Zusammenwirken hat schon per se die Chance für sich der größeren Richtigkeit des gefundenen Ergebnisses. Also ist das, was ich Ihnen bringen kann heute, Ihnen darbieten kann, natürlich selbstverständlich nur eine Sicht, nämlich meine subjektive Sicht, von der ich allerdings hoffe, dass sie schon in gewisser Weise nicht mehr meine subjektive Sicht ist, sondern das Destillat der Beschäftigung mit dem System. Zweite Vorbemerkung, Utopien, die Szenarien, Herr Kreuzer hat es schön erläutert, waren Verlängerungen in die Zukunft. Hier gilt natürlich in der Tat das alte bekannte Zitat von Niels Bohr, Prophezeiungen sind ein schwieriges Geschäft, vor allen Dingen dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube hier, vielleicht müsste man bei aller Berechtigung des Ansatzes, den Sie gemacht haben, aber trotzdem auch noch mal eine Ebene weitergehen. Man müsste vielleicht das Netz weiterspannen, man müsste auch bei den Soziologen und den Systemtheoretikern gucken, wie entwickeln sich eigentlich Systeme. Denn es geht nicht nur darum, eine Parameter zu extrapolieren, sondern es gibt vielfältige Wechselwirkungen. Wir haben es zu tun mit Systemgleichgewichtigen, setze ich an einer Stelle etwas herauf, dann steigt, dann sinkt an der anderen Stelle etwas ab. Die Juristen haben dafür mal das Bild der kommunizierenden Röhren gefunden. Auch das immerhin schon mit zwei Parametern, einmal rauf, einmal runter, anstatt eine Monokausalität. Aber wir wissen ja, wir leben in einer multikausalen, plurikausalen Welt und so wenig sie mir gefallen, vielleicht kommen wir hier doch weiter, wenn wir mit Begriffen wie Verdichtungen, Verdünnungen, Kräuselungen, Überschneidungen arbeiten, wenn wir das Ganze betrachten im Rahmen der Ökonomie der Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung unserer technisch und sozialen veränderten Organisation der Kommunikation. Dann würden sich möglicherweise, das meine These, manche Missverständnisse klären, nämlich etwa die nach der Ausschließlichkeit bestimmter Modelle. Ich glaube, es war ein Missverständnis, was ich meinte, für mich herauszuhören heute, dass hier diese Szenarien tatsächlich als die alleinigen Glücksbringer gemeint gewesen sein könnten oder sogar sollten. Vielmehr sind es natürlich Verlängerungen, die, wie ich finde, durchaus koexistieren können, beziehungsweise ob sie koexistieren mit anderen Modellen, ist natürlich nicht notwendig ein Akt der legislativen, des legislativen Dezisionismus, sondern ist natürlich eine Frage des Verhaltens der, des Gesamtsystems Gesellschaft. Doch darüber wollte ich eigentlich nicht reden. Ich wollte meine Keynote dann doch etwas näher führen an dem Policy Paper, die Kritik von Herrn Lutherbeck natürlich völlig berechtigt, ein Policy Paper müsste anders aussehen. Deswegen will ich auch mal, nicht um das Paper zu kritisieren, sondern ich hatte mir vorher schon, ehe ich es gelesen hatte, einen anderen Einstieg einmal überlegt und den will ich Ihnen mal kurz als Keynote Speech in 7 Punkten, damit es ein bisschen besser untergliedert ist, vorführen. Also erster Punkt, Ausgang. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ich habe heute keine andere Stellungnahme in irgendeine andere Richtung gehört, das Urheberrecht besteht weiter und es sollte nach unserem jetzigen Kenntnisstand zumindest auch in näherer Zukunft mittelfristig weiter bestehen. Zweiter Punkt, wir haben es konstatieren, ein zunehmendes Unbehagen, eine Krise am Urheberrecht stellen wir fest. Auch da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich könnte mir vorstellen, selbst die, die das klassische Urheberrecht nach wie vor, wie wir es haben, postulieren, merken natürlich, dass es gerade an der Rechtsdurchsetzung zum Beispiel eben fehlt. Und wir streiten uns über die Richtung, in der wir hier jetzt im Reparaturbetrieb voranstreiten wollen.
Da gibt es jetzt zweitens mehrere Strategien, in denen ich das hier in der Keynote vorführen könnte. Ich könnte ganz klein die Schräubchen zeigen, an denen man drehen könnte. Also soll jetzt die Kopie von der offensichtlich rechtswidrigen Quelle noch erlaubt sein oder nicht? Oder macht die Einschränkung auf das analoge Printergebnis des digitalen Zwischenschritts im 53 noch Sinn oder nicht? Hierfür kann ich Sie natürlich auf die Kommentarliteratur verweisen, nicht nur meines eigenen Kommentars, auch der anderen, sondern hier in der Keynote-Speech kann man natürlich das Ganze versuchen, nur etwas grundsätzlicher anzugehen. Dritter Punkt, mit welcher Methode macht man das? Ich bin zwar selber jemand, der daran glaubt, an die beschränkte Wirkungskraft des Rechts und der die Vorstellung hat, dass das Recht eigentlich dazu da ist, als Hauptaufgabe nicht nur unser Sozialleben zu organisieren, sondern es vor allen Dingen vor Vermachtung zu schützen. Das führt dann dazu, dass wir sehr große Augenmerk richten müssen auf die hinter den einzelnen Rechtsnormen und Vorschlägen stehenden Interessen. Und hier fand ich, hat das Paper genau einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Trotzdem glaube ich, dass wir damit nicht notwendig weiterkommen, wenn es um eine Lösung geht. Zumindest dann nicht, wenn wir einseitig von den Interessen her argumentieren. Und das macht natürlich weder Sinn, einseitig auf die Interessen der Nutzer abzustellen, wie es meines Erachtens Sinn macht, einseitig auf die Interessen der Urheber abzustellen. Insofern, mein Credo, halte ich das Urheberrechtsgesetz insgesamt eher für ein Governance-Tool unserer Informationsgesellschaft, denn, wie es das alte Max-Planck-Institut in München mal so schön formulierte, ein Instrument zum Schutz für die Rechte einseitig der Urheber. Ob das Urheberrecht damit möglicherweise vielleicht sogar überfordert ist, ein solches Governance-Tool zu sein, das ist noch eine andere Frage, die wir uns überlegen müssen. Vierter Punkt, wenn wir also versuchen, eine Methode zu entwickeln, dann würde ich vorschlagen, dass wir in der Tat ansetzen an den Kernpunkten des Unbehagens. Lassen wir mal eine kleine Liste machen, wo ich die Hauptpunkte des Unbehagens sehe und dann gucken wir, was wir gegen dieses Unbehagen tun können. Das ist eigentlich der Weg, mit dem ich Sie mal führen will. Sie werden sehen, dass das teilweise Parallelführung, teilweise aber auch nicht gerade orthogonal, aber doch in Abweichung vom Policy Paper erfolgt. Was mache ich als Kernpunkte des Unbehagens aus? Da ist zum ersten Mal die Einbeziehung der Endnutzer, die dann zu dem riesigen Problem des Durchsetzungsdefizits führt, Stichworte File-Sharing, aber auch User-Generated Content, möglicherweise die Wissenschaftlerproblematik des Open Access, aber auf die will ich hier nicht weiter ins Zentrum stellen. Zweiter Punkt, auch im Paper angesprochen, der berechtigte Informationsmehrwert durch Informationsmehrwertdienste, der nur dann wirklich voll ausgeschöpft werden kann, wenn hier die Innovation nicht durch entgegenstehende Urheberrechte über die Gebühr behindert wird. Und vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, dass wir bei den Mehrwertdiensten tatsächlich Innovationswettbewerb bekommen, dass wir nicht durch ein Ausschließlichkeitsrecht zu nah an der Quelle des Ausgangsproduktes den Wettbewerb downstream allzu sehr behindern. Schließlich damit zusammenhängend ein Punkt, der meines Erachtens heute noch nicht so richtig zum Tragen gekommen ist, aber mit dem wir uns meines Erachtens oder in anderem Zusammenhang angesprochen wurde, der meines Erachtens aber sich in den Vordergrund schieben wird, Stichwort Automatisierung. Und zwar Automatisierung mit der damit zusammenhängenden massenhaften Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke. Nehmen wir nur, da wir hier ja auch bei einer von Google mitgetragenen Plattform uns bewegen, nehmen wir nur so etwas wie die Google Thumbnails, eine Suchmaschine, deren Nützlichkeit vom höchsten deutschen Gericht durchaus bescheinigt wurde, und dann versucht man für diesen Suchdienst eine Bresche zu schlagen. Das mag vielleicht noch gerade gelingen, die Mehrheit meiner Kollegen muss aber eingestehen, dass hier doch ein wenig stark das Recht strapaziert worden ist, um das bewusste Ergebnis zu erzeugen. Das heißt, das Recht ist offensichtlich nicht in der Lage, hier dann einen angemessenen Rahmen zu setzen für einerseits die sinnvollen Dienste, die automatisiert ablaufen, bei denen es gar nicht zu einer Transaktion kommen kann. Und auf der anderen Seite natürlich sicherzustellen, dass der einzelne kleine Rechteinhaber nicht überfahren wird. Und hier sehe ich ein Auseinanderlaufen der Schere. Das wäre für mich sogar ein viertes Szenario, was man dem Paper vielleicht hinzufügen könnte, dass wir möglicherweise in 20, 30 Jahren ein Urheberrecht haben, was im Wesentlichen wieder ein Urheberrecht hauptsächlich für die Großverwerter ist, für die Großverwerter und die Großplattformen.
und dass der einzelne kleine Urheber möglicherweise ein Residualurheberrecht hat, was ihm ein bisschen hilft gegen Verwerter, was ihm die eigene Vermarktung ermöglicht. Aber wirtschaftlich wie rechtlich spielt es möglicherweise keine Rolle. Und das würde ich allerdings auch sehen, Sie runzeln die Stirn, natürlich als Gefahr, gerade für die kleinen Künstler, gerade vor allen Dingen auch für unsere vielen freien Journalisten. Rechtlich gesehen haben wir natürlich als vierten Punkt mit der Automatisierung zusammenhängend natürlich die Abgrenzung des Störerbegriffs, wenn Sie wie ich einen Kommentar versuchen auf dem Laufen zu halten und alle drei Jahre eine neue Ausgabe herausbringen, dann werden Sie sehen, wo sich die Rechtsprechung zusammenklumpt und ballt. Und es gibt nicht viele Paragraphen, die tatsächlich rechtsprechungsgeneigt sind. Ganz vorne dran steht Paragraph 97 Urheberrecht, die Haftungsfrage und doch nicht etwa die Frage nach Schadenersatz unterlassen, sondern nach der Frage, wer haftet als Störer, ja oder nein? Wer haftet mehr als Störer, sogar als Täter? Und wenn ja, welche Pflichten obliegen denn einem Störer? Zweiter Punkt ist die Auskunftspflicht und dann kommt schon fast lange nichts und die Auskunftspflicht hat wiederum stark zu tun mit der Durchsetzung. Also Sie sehen, die Rechtsprechungsaktivität spiegelt hier in der Tat die Punkte, an denen die meisten Reibungskräfte ansetzen. Frau Maracke, die gerade aus Japan kommt, würde sagen, da wo halt die Tektonik kracht und wo es zu Sprüngen kommt, dort entsteht dann aber auch natürlich der meiste Schaden. Das Problem also, fünfter Punkt, wir haben es auf der einen Seite damit zu tun, meine Analyse, dass wir selbstverständlich das Urheberrecht als exklusives Recht erhalten wollen, auf der einen Seite, dass wir auf der anderen Seite aber sicherstellen wollen, dass die Exklusivität nicht als Blockade wirkt. Bedenken Sie beim Ausschließlichkeitsrecht, wir brauchen es vor allen Dingen meines Erachtens für die kleineren Künstler, hier wurde eine Lanze für den einzelnen Musiker gebrochen, ich denke aber auch der einzelne Journalist, wenn wir dem das Urheberrecht wegnehmen, dann hätten wir etwas Kontraproduktives erreicht. Denken Sie auch daran, dass die Ökonomen uns jedenfalls einigermaßen glaubwürdig erzählen, dass wir differenzierte Geschäftsmodelle weitgehend nur auf der Basis von Ausschließlichkeitsrechten fahren können. Produktdiversifizierung kann ich nur dann fahren, wenn ich das Ausschließlichkeitsrecht habe. Außerdem kann ich, wenn ich ein Ausschließlichkeitsrecht habe, durchaus flexibel auf die Entwicklung von Technik und den Markt reagieren, denn wenn ich von vornherein es nur auf einen Vergütungsanspruch hinauslaufen lasse, dessen Höhe möglicherweise sogar per Gesetz, Stichwort deutsche Kopierabgabe vor 15 Jahren, feste oder mehr, schon 25 haben wir jetzt, glaube ich, festgelegt wird, dann haben wir hier natürlich ein allzu rigides System. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Probleme mit der Exklusivität gegenüber dem Konsumierenden, vor allen Dingen aber dem kreativen Endnutzer, aber auch gegen den Informationsmehrwertdiensten. Das führt zu der Überlegung, die ich glaube ja auch Till Kreuzer in seiner Arbeit in extenso versucht hat voranzutreiben, dass es natürlich sehr schön wäre, wenn wir unser Urheberrechtssystem teilen könnten. Zum einen in ein Urheberrechtssystem für die individuellen Urheber und zum anderen in ein Urheberrecht für die Verwerter. Das hat einen großen Charme für sich, könnte etwa dazu führen, dass wir sagen, nur beim individuellen Urheber etwa greift das Alimentationsinteresse. Also hier besteht tatsächlich durchaus eine plausible Begründung, dass man sagt, der Urheber solle und auch noch Zeit seines Lebens und auch noch für eine Zeit nach seinem Tode von den Früchten seines Werkes partizipieren. Auf der anderen Seite muss das nicht notwendig heißen, dass auch die großen Verwerter Companies 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers noch für sich die Exklusivität in Anspruch nehmen können. Das einzige Problem, was wir damit haben, wir haben eigentlich zwei Probleme. Das eine ist, es funktioniert diese Trennung nur dann, wenn wir es gleichzeitig flankieren durch ein starkes und wirksames Urhebervertragsrecht. Und das ist natürlich ein Punkt, ein Weg, den der deutsche Gesetzgeber 2002 begonnen hat zu gehen, dessen Auswirkungen in der Praxis, ich sag's mal, nicht ganz unproblematisch sind. Immerhin, wir haben den Versuch gemacht, aber man darf das Vertragsrecht bei allen Modellen, die wir hier entwickeln, meines Erachtens nicht außen vor lassen. Zweites Problem, und das ist natürlich andererseits auch gravierender, viele Leute haben sich versucht, Hilti etwa, nicht nur Herr Kreuzer, an der Auseinanderdividierung eines Urheberrechts für die Urheber und dann eines für die Verwerter. Bislang, meines Erachtens, ist es noch niemandem wirklich gelungen, hier ein funktionierendes Modell tatsächlich zu entwickeln.
Wenn das nicht gelingt, dann ist die Frage, sechster Punkt, wie können wir bei den Lösungsansätzen, wo können wir ansetzen? Und dann wäre mein Vorschlag, halt sich Stück für Stück vorzunehmen, die Kernpunkte des Unbehagens nochmal Revues passieren zu lassen und zu gucken, wie könnte man sie möglicherweise lösen. Hier ist ein Vorschlag bezüglich des User-Generated Content, den ich, jetzt habe ich eigentlich das Paper auch nur überflogen, doch nicht meinte wiederzufinden, obwohl er in der Expertenanhörung in der Internetkommission, Enquete-Kommission des Bundestages durchaus von mehrfacher Seite geäußert wurde. Und das ist die Überlegung, ob man die Problematik, dass zu viele Endnutzer, gerade die kreativen Endnutzer, mit in das Visier des Urheberrechts kommen, ob man diesem Druck nicht die Spitze dadurch nehmen könnte, dass man das Urheberrecht nicht auf diese kreativen Endnutzer erstreckt, sondern dass man umgekehrt, und das mag Google jetzt vielleicht nicht so gerne hören, die Plattformbetreiber in die Haftung nimmt. Wir haben ja im Augenblick die kuriose Situation, dass eine Urheberrechtsverletzung begeht, wer auf seinem Küchentisch einen Song, der normalerweise von der GEMA lizenziert wird, singt und diesen Song dann auf YouTube einstellt. Dass aber der Plattformbetreiber, der dieses Einstellen ermöglicht und der aus dem Betrieb der Plattform ein Einkommen erzielt, dass der kein Verletzer ist, sondern allenfalls Störer und wenn er Glück hat, unter manchen Umständen nicht einmal das. Dass das eine komische, wenig ausbalancierte Situation ist, zeigt auch die Rechtsprechung. Es gibt ein Urteil, ist mir bekannt, LG Hamburg, glaube ich, das durchaus einmal versucht hat zu begründen, dass in einem solchen Fall der Plattformbetreiber, der eigentlich wahre Urheberrechtsnutzer, also der Verwerter, ist derjenige, der eigentlich zahlen müsste. Lange Rede, kurzer Sinn, könnten wir uns nicht vorstellen, ein Modell, bei dem der Plattformbetreiber, der ja das Geld aus dem Betrieb der Plattform zieht, davon einen Teil an die Verwertungsgesellschaften abführt, also etwa Google für YouTube an die GEMA und die GEMA dann die Verteilung an die betreffenden Urheber übernimmt und unser kleiner Bub, der auf dem Küchentisch irgendein Beatles-Lied trällert auf seiner Gitarre oder auf den Küchentöpfen, der wäre damit vom Urheberrechtshaken und ich glaube, damit hätten wir schon mal eine der ersten Kühe sozusagen vom Eis. In dieser Logik könnte man natürlich, Frau Pakusche, Sie werden sich damit beschäftigen müssen, oder Sie beschäftigen sich damit, ich glaube Tag und Nacht, die leidige Frage des Verlegerschutzrechts, die ließe sich natürlich auch in diesen Rahmen einspannen. Man könnte etwa sagen, warum soll ein Unternehmen wie ein Suchmaschinenbetreiber, der auf fremdem Gut aufsetzt, nicht eine Gewinnbeteiligung an die Inhaber des Ausgangsmaterials auskehren? Dann könnte der Königsweg hier vielleicht darin liegen, dass man den Verlegern zumindest einen Vergütungsanspruch gewährt. Ein Verbotsrecht, da wäre ich allerdings skeptisch, denn das hätte denn doch gerade als Leistungsschutzrecht ausgestaltet, vor allen Dingen nach deutscher Vorstellung, allzu weitreichende Konsequenzen für die Informationsgesellschaft. Bleibt als Punkt für den Endnutzer natürlich die leidige Problematik des File-Sharing. Hier kommen wir natürlich, stehen wir auf schwacherem Grund, denn warum soll ich den File-Sharer, der zunächst ja reiner Konsument ist, der eine musikalische Darbietung für sich in Anspruch nimmt, sie konsumiert, der dafür aber nicht zu zahlen bereit ist, warum soll ich den vom Haken lassen? Wenn, und ich sage jetzt bewusst wenn, dann böte sich meines Erachtens hier in diesem Fall so etwas wie eine Kultur-Flatrate an. Im Übrigen, das habe ich auch vor der Enquete-Kommission schon geäußert, hätte ich große Bedenken gegen die doch weitgehend sozialisierenden Effekte einer allumfassenden Kultur-Flatrate. Und wenn man das ganz banal runterbricht, hat mir nie eingeleuchtet, wieso eine Kultur-Flatrate populärer sein sollte als die allgemeine Fernsehgebühr bei der GEZ, wo es sich zum Volkssport entwickelt hat, den GEZ-Mann draußen möglichst vor der Tür stehen zu lassen. Dann kommen wir, nächster Punkt, Wettbewerb. Wie kriegen wir hier den Wettbewerb gesichert für die Informationsmehrwertdienste? Nun, hier kann man mal verweisen auf den Versuch im Rahmen des sogenannten WITIM-Projektes, also dieses Projektes, in dem Urheberrechtswissenschaftler, Akademiker aus mehreren europäischen Ländern sich zusammengesetzt haben, um einmal herauszufinden, ob wenigstens unter den Akademikern unterschiedlicher Rechtstraditionen so etwas wie ein Einverständnis über ein ideales europäisches Urheberrecht erzielt werden könnte. Dort hat man nach langen Diskussionen die Richtung eingeschlagen, dass dort, wo es rein um
Wettbewerb geht, und zwar um Wettbewerb nicht im Primärmarkt, sondern auf nachgelagerten Märkten. Typischerweise sind ja Informationsmehrwertdienstleister auf nachgelagerten Märkten tätig, dass es dort nicht darum gehen kann, dass hier die Entwicklung neuer Produkte auf nachgelagerten Märkten verhindert wird, sondern dass hier die Rechteinhaber durchaus angemessen und gerecht belohnt werden, wenn sie eine Vergütung hierfür bekommen. Sie haben ja immer noch die Option, den entsprechenden Dienst durchaus selber anzubieten. Es läuft dann auf etwas hinaus. Rechtlich wird es etwas problematisch natürlich. Es läuft hinaus auf eine Art Ex-ante-Kartellkontrolle. Man wartet also nicht erst, bis der Wettbewerb ruiniert ist, nicht stattgefunden hat, denn dann ist der Innovator längst nicht mehr da, sondern man versucht schon ex-ante dafür zu sorgen, dass das Urheberrecht gar nicht so weit reicht, dass die Exklusivität innovative Produkte blockieren würde. Schließlich noch die Frage Automatisierung. Da muss ich sagen, fällt mir im Moment noch am wenigsten ein. Am ehesten könnte man hier darauf denken, und ich glaube, insofern weist das Google Book Settlement den Weg in die Richtung, die wir vermutlich einschlagen werden. Registrierungen, aber ganz anders im Sinne der Registrierung, wie sie zur Begründung etwa der Schutzfähigkeit gedacht ist, sondern etwa Registrierung im Sinne der Vereinfachung von Transaktionen. Ich glaube, hier können wir uns durchaus der Technik bedienen, um sicherzustellen, dass es sehr viel leichter und transaktionskostengünstiger möglich ist, Informationen über die Werke einzuholen, die man verwerten will, möglicherweise auch, wenn es sich um Werke in größerem Umfang handelt. Wir können vielleicht eine Diskussion auf Einzelheiten hier noch eingehen. Und wenn die großen Nachfrager und Werknutzer hier dann tatsächlich die Plattformbetreiber sind und wenn die Plattformbetreiber vor allen Dingen die sind, die urheberrechtsrelevanten Dienste vornehmen, wenn man also meinen ersten Vorschlag mit diesem zusammenspannt, dann wäre möglicherweise auch das Problem der Automatisierung erleichtert. Bleibt noch kurz einzugehen auf die Frage Registrierung. Gott sei Dank habe ich hier nicht gehört den Vorschlag, aber es war nicht ganz klar, weil es gab dieses eine Modell der nordhessischen Sängerin, die, glaube ich, alle ihre Werke sofort registriert hat in dem Szenario. Eine Registrierung zur Schutzrechtsbegründung der ersten Schutzfrist halte ich ehrlich gesagt für sehr kontraproduktiv, und meine patentrechtlichen Kollegen haben mich nur eindringlich davor gewarnt, uns all die Probleme des Registrierungsverfahrens aufzuhalsen, die hier das Patentrecht kennt. Möglicherweise könnte man natürlich an ein Zurückkehren auf das alte US-amerikanische Modell vor 1976 denken, die ja auch für die Verlängerung zumindest eine Registrierung hatten. Und eigentlich muss ich sagen, fand ich hier das Policy Paper ganz innovativ mit der Überlegung, die unterschiedlichen Möglichkeiten, Verkürzung der Schutzfrist, gekoppelt mit Vergütungsanspruch und oder Registrierung, fand ich eigentlich ganz nachdenkenswert. Aber natürlich auch hier wieder bitteschön das Vertragsrecht mit bedenken, denn was nützt der schönste Vergütungsanspruch, den ich bekomme, Beteiligungsanspruch, wenn ich ihn hinterher an den Verwerter abtreten muss? Dann nützt er mir nämlich in der Tat gar nichts. Damit komme ich abschließend zum siebten Punkt. Welche Realisierungschancen, auch das wurde ja in der Diskussion gefragt, haben eigentlich all diese Überlegungen. Nun, hier haben wir es natürlich mit einem klassischen institutionellen Login zu tun. Wir leben nicht auf einer Tabula rasa. Wir sind zumindest, was das tagespolitische Geschäft anbelangt, auch das weiß Frau Pakuscha aus leidvoller Erfahrung zu berichten und zu bestätigen, wir leben im Rahmen des EU-Rechts, und das EU-Recht seinerseits ist eingespannt in den Rahmen des internationalen Rechts. Nun darf das natürlich nicht heißen, dass wir ein Denkverbot machen und sagen, wir müssen unbedingt vom Acquis communautaire ausgehen, denn das wiederum würde nur dazu führen, dass wir einseitig nur noch draufsatteln können, nicht aber zurückschreiten können. Wenn wir schon sinnvolle Systeme in die Zukunft denken, dann muss die Denkfreiheit so offen sein, dass wir sowohl an ein Mehr als auch vermutlich zunächst mal, weil wir sehr lange in eine Richtung Mehr gedacht haben, auch in ein partielles Weniger denken. Selbstverständlich ist es im Augenblick relativ unwahrscheinlich, dass man mit so einem Weniger auf Brüsseler Ebene durchkommen würde. Andererseits ausgeschlossen ist es auch nicht, wenn sich, kurzes Gedankenspiel, das, was heute Nachmittag ja durchaus auch schon als Closed-Shop-Mehrheitsmentality gescholten wurde,
europäisch in den Mitgliedstaaten als akzeptabel, als fair, als gerecht durchsetzen würde, dann kriegten wir im EU-Ministerrat durchaus vielleicht für seinen Vorschlag die Mehrheit und dann bliebe lediglich der internationale Rahmen und auch hier wäre, wenn es denn wirklich ein wichtiges Anliegen ist, die Chance durchaus, ja jetzt muss man gucken, sie wäre nicht realistisch, sie wäre nicht unrealistisch, dass Europa sein Gewicht auch hier in die Schale wirft, um möglicherweise in diesem Punkt auch einmal gegenüber vor allen Dingen amerikanischen Rechteinhaberinteressen auch international einmal etwas zu ändern. Dass sowas durchaus möglich ist, dafür gibt es durchaus Beispiele. Denken wir an die Sonderregelung für generische Medikamente, vor allen Dingen auf dem Bereich der AIDS-Bekämpfung, wo man das TRIPS-Abkommen de facto modifiziert hat, auch wenn niemand sich auf diese Modifikation als Modifikation berufen kann. Es wird natürlich schwer, aber vergessen wir nicht, auch in den USA, vor allen Dingen in den USA, die diese ganze Debatte, die wir heute hier führen, natürlich angestoßen haben, auch dort wird natürlich nach der Weiterentwicklung des Urheberrechts, an die Weiterentwicklung des Urheberrechts gedacht. Insofern natürlich eine etwas Down-Note, politisch irrealistisch, unter den gegenwärtigen Umständen wenig Spielraum, aber dennoch nachdenkenswert. Vielen Dank.